Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 3 in diesem unheimlich schönen Gebiet, wo ich ehrlich gesagt aber Angst habe, was da auf uns wartet, weil, keine Ahnung, es kann noch so schön sein, wenn da jetzt gleich irgendwelche Mobs warten, die mich einfach mal eben wegbashen, bringt mir das alles nichts. Deswegen, ich bin sehr gespannt drauf, was mich hier erwartet. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Auf alle Fälle unheimlich schön. Oh, ich will Nachrichten lesen. Vorsicht vor Zerfeinden. Nein, ich sollte keine Nachrichten lesen. Das spoilert mich nur. Das wäre doof. Aber ich will wissen, was die hier schreiben. Ah, ist so schön. Okay, wir gehen einfach mal vorsichtig vor. Hallo? Wer bist du denn? Okay. Ui. Ja, nicht gut. Nicht gut. Ui, ui, ui. Geh weg. Ui. Nein, 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 nein. Nicht so weit mitgehen, bitte. Das hat ein bisschen wehgetan. Ja. Ernsthaft, jetzt ist es wieder weg. Wo ist das? Wo hat sich das denn versteckt? Hä? Das würde mich jetzt mal interessieren, wo das herkommt. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Wo versteckt sich das? Das versteckt sich im Schnee. Da schau mal einer das fiese Ding an. Hi. Wenn es nicht so wehtun würde. Hallo? Oh? Nein, 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 nein. Oh, ist tot. Hohepriester das rechtes Auge. Was ist das? War das ein Ring? Alter Schwede, hat aber ganz schön zugehauen. Ja. Verstärkt den Angriff, solange er andauert. Okay. Die Frage ist, wie lange dauert denn ein Angriff an? Und die nächste Frage ist, wie viele von diesen ich verstecke mich hier im Schneenebelviecher gibt es hier noch? Wie ein Traum, weil es so schön aussieht. Oh ja. Aber das war scheinbar erstmal das. Warte mal, Heimatknochen, da ist wieder so ein komischer Nebel. Was macht das? Ach so. Heißt das Viech hätte hier nicht durchgekonnt? Ich weiß es nicht. Wir rasten mal, das habe ich vergessen. Ich habe, glaube ich, diesmal auch nicht gerastet gehabt, ne? Mich interessiert, ob das jetzt wieder da ist. Okay, eisblauer Moosklumpen, das heißt, wir werden hier erfrieren können. Wir hatten schon mal ein Viech, das uns eingefroren hat. Oh, das ist schon ein Weilchen hier. Das schreit ja hier förmlich vor versteckten Räumen. Und versteckten Loot, aber irgendwie ist hier sonst nichts. Obwohl es förmlich danach schreit. Okidoki. Haben wir soweit alles? Ja, ich denke, hier haben wir alles. Okay.
Was bist du denn? Es ist wieder weg? Oder hat sich da einfach nur einer einen Spaß erlaubt und hat sich irgendwie so ein Riesenkostüm, so ein Riesenstypi gemacht? Okay. Ich habe Angst vor dir. Okay. War jetzt gar nicht mehr so schlimm. Große Titanitsche, aber das ist gut. Ich hämmere halt einfach immer so lang durch. Solange ich denke, ich mache genug Schaden und habe genug Initiative, hämmere ich halt einfach konstant durch. Das hatte ich hier jetzt auch vermutet. Okay, eine Seele. Also ich hatte jetzt vermutet, ich würde den tot machen können, bevor wir die Ausdauer ausgeht. Okay, da kann man so halb reingucken. Hier ist irgendwas. Ist es das da vorne? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Sah aber irgendwie cool aus, wie eine Hoheit irgendwie. Oh Gott! Ich habe noch einen angelockt. Würde aber ganz gerne nur einen anlocken. Dich da! Kommst du? Oh oh. Komm mal her, bitte. Ich will nicht den anderen noch anlocken. Komm, 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 bei Fuß. Na komm. Muss ich jetzt wirklich eine Bombe schmeißen, damit du kommst? Na also. Nimm dein Schild runter. Nimm's runter. Oh nee, jetzt kommt der andere auch. Bist du nicht ganz so feige? Ja, du hast auch kein Schild. Oh! Na, bleib da. Ui. Keine Ausdauer mehr. Ui! Das hat wehgetan. Hey! 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 Langsam reiten. Langsam. Langsam. So, jetzt. Und zack. Ohohoho. Zwei sind dann doch ein bisschen blöd, vor allem, wenn die mit der komischen Magieattacke kommen. Jungs, 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 ihr müsst euch doch nicht um mich streiten. Ihr kriegt mich doch beide. Wobei, ihr seid doch Frauen, oder? Was seid ihr? Nee, es sieht, glaube ich, nur so aus. Ach, ihr seid Skelettkopfbier. Sah mir aber irgendwie anders aus. Will halt die Glut eigentlich nicht verspielen, deswegen sollte vorsichtiger sein. Wird die Glut ganz gerne noch ein Weilchen behalten. Große Titanitscherbe. Oh, nice, finde ich gut. Da habe ich kein Problem damit. Die kleinen haben wir ja genügend jetzt. Das sind. Nee, das. Ich dachte, da stehen jetzt zwei. Dabei sind das irgendwelche Türme. Oh, da ist wieder so ein Viech. Traue mich irgendwie nicht dagegen zu hauen. Hinterher greife ich das auf einmal dann doch an oder so. Oh, was raucht denn da so vor sich hin? Oh Gott. Ja. Wollen wir mal eins anpiu-piuen? Wir piu-piuen mal eins an. Komm. Okay, das war jetzt ganz schön viel Schaden für einen so ein Vieh. Okay. Hat jetzt nicht viel ausgehalten. Danke, Schild. Fürs Herdenken. Glühende grüne Blüte. Au! Wer? Du da hinten. Oi! Oi! Oi!
Ich will meine Glut noch nicht verlieren. Nein, nicht so viele. Oh. Zwei hätten gereicht, jetzt habe ich drei getrunken. Egal. Nee, ich habe nur zwei getrunken, passt schon. Okay, erstmal den kleinen, die kleinen, ne? Oh. Kommt ja bis hier runter. Oi. Was hat denn der für eine Range, der Magier? Okay. Drauf da. Unterbrechen. Einfach unterbrechen. Und nochmal. Ah, gut. Einfach unterbrechen. Das ist so einer, den, wenn du angreifst, unterbrichst du ihn. Das ist gut. Das ist gut. Einfach unterbrechen. Einfach angreifen. Alles ist Töfte. Okay. Hallo. Gut, das funktioniert mit denen auch wunderbar. Gut. Die waren jetzt auch noch relativ gemütlich. Hier gucken wir kurz, ob wir auch nichts vergessen. Es sind so viele Ecken. Da warten halt... Eigentlich warten doch da Loot-Sachen oder so. Aber irgendwie ist da nichts. Ja. Wann kommt das nächste Viech, wo ich mir denke... Was? Geh weg. Da oben. Oh. Ja. Liegt da Loot? Keine Ahnung. Gott, wenn da jetzt irgendwelche Gegner noch auftauchen, bin ich verratzt. Okay. Bin bei ihm. Jetzt ist alles gut. Aber noch Ausdauer und draufkloppen. Ausdauer und draufkloppen. Okay. Lag jetzt da Loot oder nicht? Habe ich jetzt ein Esters zurückbekommen? Ja, ne? Nee. Was jetzt? Ja, nee, vielleicht. Das sind jetzt zwei von denen. Will eigentlich nicht zwei machen. Weil das eine ist einer mit Schild, der andere nicht. Ja, der hat mich gesehen. Kann ich nicht um den herumtänzeln? Okay, das wollte ich vermeiden. Oh. Lauf mal ein Stück, Julia. Lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal. Ich will die gerne splitten. Laufen nicht mehr beide hinterher? Der hat jetzt seine dämliche Magiekugel gehabt. Ah, es ist nur der eine hinterher gelaufen, oder? Den anderen sehe ich gerade nicht. Oh, ernsthaft? Da konnte ich ihn nicht in den Rücken klappen, weil er diesen dämlichen Schwung gemacht hat. Hui! Oh! Pack dein Schild weg! Pack dein Schild weg! Ich warne dich! Ich meine, ich mache das ja auch, aber... Na, das kannst du gleich bleiben lassen, diese... Ich mache hier was mit Energiescheiße. Oh, oh, das hat wehgetan. Na, 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 na. Oh, wie gemein. Oh, nö. Oh. Jetzt hat er mich erwischt. Oh, wie gemein. Oh, nö. Ich war mir so sicher, dass ich den jetzt lege. Okay, wir müssen vorsichtiger spielen. Okay, warum auch immer sich mein Charakter jetzt nochmal ans Feuer gesetzt hat. Okay, jetzt wisst ihr zumindest schon mal, was mich am Anfang hier erwartet. Das ist ja schon mal gut. Da ist wieder diese komische Geistviech. Ah, da kommt schon. Oh, das haut mir alles weg. Das hat mir alles weggehauen.
So, einfach einen aufgeladenen starken Angriff hinterher setzen. Und alles ist gut. So, und du kommst zu mir. Danke. Ha. Oh, Ausdauer? Ja, machst du was? Machst du nichts? Oh, diesmal habe ich den Angriff leider volle Breitseite abbekommen. Komm schon. Nicht nochmal, Julia, nicht nochmal. Die Waffe ist geil mit dem Effekt. Was war denn das jetzt, was er da gemacht hat? War irgendwie komisch. Es war ein sehr komischer Move. Ja, und jetzt den da. Ja, ich tank halt alles weg. Eskalier halt mal hart. Alter Schwede. Ja, bei denen wäre Kontern ganz nice. Uiuiuiuiui, eskaliert das Ding halt einfach mal eben volle Pulle. Bin ja fast am Überlegen, die 40.000 Seelen erstmal in Sicherheit zu bringen. Was ja per se, glaube ich, gar nicht mal so schlecht wäre. So, jetzt brauchen wir den Feuerteufel, der da hinten ist. Oh. Kann der mir nicht vielleicht erst... Oh, stimmt, der hier trifft mich ja hier hinten, hinter der Wand, weil er mich ja so gut sieht. Oh. Können nicht die Kleinen jetzt irgendwie erst nochmal auf mich aufmerksam werden und runtergelatscht kommen? Na, ansonsten einfach trauen und drauf. Will auf ihn da. Ah, das war nicht gut. Auf den da. Nein. Oh, ernsthaft, ernsthaft. Oh, jetzt hat's mich, jetzt hat's mich, jetzt hat's mich. Komm, auf den da. Oh, oh, oh. Oh Gott. Okay, das ist nichts. Wenn die Kleinen da sind, brauche ich da nicht hingehen. Wir müssen die Kleinen erst weglocken und dann können wir die Großen töten. Eieieiei. Aber cooles Gebiet. Gefällt mir bisher unheimlich gut. Wenn ich mich ein bisschen mehr konzentrieren würde, ein bisschen vorsichtiger und mit Bedacht spielen würde, glaube ich, wären wir da schon relativ gut durchgekommen. Alles klar. Ich verabschiede mich aber an der Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.